Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Pillars of Eternity. In der letzten Runde haben wir erfolgreich dieses Chat Noir besucht, sind wohl in die Haupthalle eingedrungen und genau hier wollen wir auch weitermachen. Wir haben außerdem noch einen NPC gewonnen. Zwischen den Brettern flitzen die grauen und braunen Pelze von Mäusen umher, die wir auf dem Boden aber nicht sehen. Das wäre eigentlich ein ganz schöner Effekt gewesen, wenn so Tiere wie der hier einfach mal ein bisschen rumstreichen würden. Die Tür ist, glaube ich, gerade aufgegangen, aber vorher würde ich mir doch gerne noch alle anderen Räume und was es hier so gibt angucken, bevor wir weitergehen. Vielleicht finden wir auch die eine oder andere Schatzkammer, die nichts zu bieten hat. Okay. Aber hier geht's wohl auch weiter. Dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Ich erwarte, dass der Raum dahinter nicht so groß ist. Aber wir werden es sehen. Ich muss auch gerade mal gucken, ob bei der ganzen, wenn die Frames runtergehen, ob dann überhaupt der Sound richtig aufgenommen wird. Aber glaube ich eigentlich nicht, dass das ein Problem ist. Sonst hätte ich sicher früher schon mal rausgefunden. Okay. Einer der uns zu nahe kommt, wird sofort angeschossen, aber die Magier dürfen arkane Angriffe hierher zaubern. Ich denke, die sind stärker, wenn die gleich mehrere treffen. Wenn sie mal mehrere treffen. So, dann weiter aufs Phantom. Das Phantom sehe ich immer als Stärke. Oh, 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 oh. Und die Gesundheit ist wirklich, wirklich sehr gering. Da müssen wir aufpassen. Wahrscheinlich sollten wir, bevor wir weiter runtergehen, doch eine Rast noch einlegen. In den leeren Regalen haben sich Spinnen eingenistet. Lecker. Und hier gab es dann anscheinend auch nicht mehr als die paar Geister. Aber ich schätze, es ist ein guter Platz, um eben die Rast anzugehen. In diesem Gebiet ist das Kampieren nicht erlaubt. So. Müssen wir dafür extra nochmal rausgehen aus dem Haus oder was? Oder können wir doch hier in der großen Halle, die jetzt hoffentlich bald geladen ist, ein Feuer anzünden? Offenbar will er uns auf die Folter spannen. Auch nicht. Dann müssen wir wohl doch ganz kurz rausgehen. Die Gesundheit unseres Kriegers ist einfach zu gefährlich niedrig, als dass ich einfach in den nächsten Kampf spazieren könnte. Wir haben ja schon bei unserem Zwerg Simon bemerkt, wie schnell sowas gehen kann. Und noch sieht es nicht danach aus, als hätte ich irgendeine Möglichkeit, die Leute, wenn sie einmal gestorben sind, wieder zu erwecken. Okay, dann wieder rein. Und dann eben diese Tür oben links hinabsteigen. Oder die Treppe oder was auch immer wir dahinter finden werden. Eine Treppe. Da ist ja mein kleiner Soldat. We're now playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Okay, das war laut. Ich hoffe, ihr seid nicht von euren Stühlen gefallen. Als du näher kommst, klärt sich die Erscheinung vor dir als Elfe aus. Okay, interessante Wortstellung, das habe ich so bisher noch nie gehört. Ihr strähniges Haar ist zurückgebunden und sie zupft an einem losen Faden ihrer Schürze. Bis sie dich bemerkt, herrscht in ihren Augen ein abwesend leerer Blick. Ein schwaches Lächeln legt sich hier wie ein Schleier über ihr Gesicht. Ah, waren wir wieder draußen und haben Soldat gespielt. Geh dich waschen und hilf mir dann beim Enthülsen dieser Erbsen. Sie wendet sich lange genug von dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillernd und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden, wenn du groß und stark werden und eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, musst du dein Gemüse essen. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich aus den Augenwinkeln. Was redest du da? Soldaten sind wichtige Leute. Während sie sich über den Korb beugt, hebt und senkt sich ihre Stimme. Sie verteidigen die Schwachen und bestrafen die Bösen. Sie seufzt, was eine geisterhafte Strähne ihres Haares zum Flattern bringt. Du bist jetzt noch zu jung, um das zu verstehen, aber es gibt viele böse Leute.
Sie bricht eine Erbsenschote mit einem eingerissenen Fingernagel ab. Leute, wie den Mann, der deinen Vater ermordet hat. Natürlich habe ich mal wieder komplett die Uhr vergessen und habe sie jetzt leider auch nicht... Ah, doch, da liegt sie. Lass mich bitte einen Blick drauf werfen. Es ist gerade etwas dunkel, deswegen fällt der Blick schwerer als normal. Ich, glaube, ich habe die Zeit im Blick. Sie zerquetscht noch eine Schote zwischen Finger und Daumen. Erinnere mich daran, was mit meinem Vater passiert ist. Ihr mürbes Lächeln findet ein jähes Ende. Bevor du geboren wurdest, haben die Glanfatana-Siedler wie uns angegriffen. Sie sagten, wir hätten einige ihrer besonderen Adra-Felsen umgestürzt. Aus diesem Grund nennen sie ihn auch den Krieg des zerbrochenen Steins. Sie wurden sehr wütend, kamen in unsere Dörfer und töteten viele Menschen. Eine Schote entgleitet ihrem Griff und sie sticht sich mit ihrem gezackten Daumennagel seitlich in den Finger. Sie sagt nichts, als die Haut langsam rot wird. Dein Vater war einer von ihnen. Interessant, dass halbtransparent, doch bedeutet farbig. Er war einer der Leute, den die Glanfatana getötet haben? Genau das habe ich gesagt. Ihre Stimme ist leise und heiser und ihre Hand bleibt über den Korb stehen. Etwas Dunkles und Leeres hat sich über ihre Augen gelegt. Gut, heiser habe ich sie jetzt nicht gesprochen, werde ich aber auch nicht damit anfangen. Sie lässt den Korb fallen und wendet sich ab. Dann tupft sie ihr Gesicht mit ihrem Schurzenzipfel ab. Und deshalb wirst du eines Tages ein Soldat werden, um zu schützen und um zu rächen. Sie starrt auf das Blut, das ihr vom Finger tropft. Warum gehst du nicht wieder raus zum Spielen? Ich mach das hier schon alleine fertig. Ach, die Mutter gefällt mir. Aber Mütter sind einfach die besten Frauen in unserem Leben. Für die meisten jedenfalls. Und was haben wir hier? Elfenbeinjungspinnen. Und wir können das nicht beobachten. Dann erstmal in Aufstellung gehen. Das sind recht viele Spinnen. Dann treten wir doch nochmal einen Schritt zurück. Warum will er jetzt? Oh, je. Okay, so viel dazu. Dann, wie gehen wir jetzt aus dieser Situation als Sieger am besten hervor? Du schlägst natürlich drauf. Am besten auch gleich als Niederschlag. Ikonische Projektion. Erzeugt eine Lammzange energiegeladene Projektil des Glaubens des Priesters, durch die alle Verbündeten an Ausdauer gewinnen und alle Feinde Frostschaden erleiden. Der steht dafür aber nicht gerade gut. Das hört sich gut an. Schauen wir, dass der eine vielleicht damit wegrennt. Ich habe es auch natürlich immer noch nicht geschafft, die tollen Zauberer alle zu lesen. Allot macht auch mal einen davon, weil ich das als eher schweren Kampf werte. Und er macht das hier. Ach ja. Dann schlägst du da drauf. Und wir sollten natürlich unsere Kräfte bündeln. Die Zauberer... und unser Krieger ist auch schon ziemlich am Ende. Hoffe ich, dass ich die drei mit einem geschickten Bombardement fertig machen kann. Während unser Priester, hat doch sicher auch irgendwelche Angriffszauber. Nee. Nicht wirklich. Auch nicht. Vielleicht könnte so ein Stopp auf so eine Spinne hier. Die ist aber schwer verletzt. Ich sollte lieber die noch nicht Verletzte angreifen. So, perfekt. Dann hoffen wir, dass das klappt. Okay. Jetzt auf die Große erstmal. Die Zauberer sollten weiter mit Zaubern um sich herwerfen. Am besten auf die, die noch nicht verletzt sind. Und ich sollte vielleicht... Frisst die Seele. Das hört sich gut an. Das könnte jetzt...
genau das Richtige sein. Ja, dann bitte auf diese Spinne. Ach ja, aber mit den ganzen Zaubern. Das ist ja ganz okay gelaufen. Und den können wir jetzt sicher auch noch so ein bisschen... warte, bevor wir weitergehen. Vielleicht sollten wir nicht gerade vorrennen, aber es sieht ganz okay aus. Die Jungspinnen, die Weißen, sehen noch als die schwächere Variante aus. Und natürlich geht ihr vor, damit ihr noch ein paar Treffer einkassiert. Aber jetzt möchte ich ganz gerne, dass mein Dave aufsteht. Ja, wir sind immer noch im Kampf. Warum das? Müssen wir tatsächlich erst die ganzen Spinnen hier erledigen oder was? Sieht ja fast danach aus. Ja komm, die paar kriegen wir schon noch hin. Ah, und du willst nicht erstmal drauf schießen, interessant. Dann erstmal hier hinten auf den, dann auf ihn oder auf die, es ist wahrscheinlich kein ihn, beziehungsweise Tiere sind für mich eh immer eher das, also wird das jetzt getötet. Und jetzt sollte auch mein Charakter mal aufstehen. Wie gesagt, das nehmen wir jetzt ab sofort alles mit. Alles, was Geld gibt, ist, glaube ich, ganz gut, damit wir uns mehr verschiedene Campingausrüstungszeugs kaufen können. Der Kommandant. Ein geisterhafter Mann in Rüstung und Umhang eines Offiziers studiert ein einzelnes Blatt Papier. Du kannst direkt durch das Papier hindurchsehen und siehst die Insignien des Dux von Edir. Und von Edir auf seinem Brustharnisch. Er scheint die Seite mehrmals zu lesen, bevor er zu dir hochschaut. Als er das tut, ist sein Gesichtsausdruck undurchschaubar. Es hat eine Planänderung gegeben. Marschiere mit deiner Truppe nach Söden bis zur Flossbegang. Bringe einen Wagen und ein Dutzend Fässer Pech mit. Seine Stimme gerät ins Stocken und er schüttelt seinen Kopf. Die Hand, die das Papier hält, fällt seitlich an ihm herab. Erzähl mir über die Befehle. Die Befehle stammen von Admet Hatred selbst, was sie gleichbedeutend mit den Befehlen von Duk macht. Er rollte die Befehle zu einer dünnen Schriftrolle zusammen. Wir sollten die Hüttenbewohner ausbrennen, den Drühwald in Flammen stecken, damit sie keinen Zufluchtsort mehr haben. Wir sollen sie alle niedermachen, wenn sie herauskommen, oder sie ansonsten verbrennen lassen. Ein gespenstisches Seufzen bildet einen Nebel vor seinen Lippen. Seine gepanzerte Faust ballt sich um das aufgerollte Papier. Das wird dies noch kürzer als den Krieg des zerbrochenen Steines machen. So viel ist sicher. Er sieht dich an. Und wir können nur hoffen, dass dadurch zukünftige Konflikte vermieden werden. Du spürst nichts, als seine Hand auf deine Schulter fällt. Ich weiß, dass du dies persönlich nimmst. Das geht vielen von uns so. Bitte verstehe aber, dass wir dies tun, um den Krieg zu beenden, nicht um den letzten fortzusetzen. Vergiss nicht, dass wir den Feind hinaustreiben und die Dörfer nicht zur Leibesertüchtigung verbrennen wollen. Berater wird heute Nacht alle Hände voll zu tun haben. Und so verschwindet unser Kommandant auch. Jetzt haben wir zwar doch recht viele Zauber verbraten, aber da wir doch nicht mehr allzu viel Lagerausrüstung haben, gehen wir erstmal weiter nach unten. Weiter in den Dungeon. Das ist ein schönes Bild. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Gesicht. Es gibt ja diesen einen unendlich tiefen Dungeon, den die Bäcker finanziert haben. Ich frage mich, ob das ein Teil davon war. Okay, kann ich das öffnen? Nein? Ah, doch. Okay. Obwohl das unser Krieger gemacht hat. Der Plünderer. Ein Elf dreht sich zu dir um. Seine Wangen, seine Unterarme und die Knorpel seiner langen spitzen Ohren sind mit Indigo und anderen Blautönen beschmiert. Er grinst dich unter seiner wilden Mähne böse an. Es ist fast soweit. Dai und Heck, wir haben das Dorf letzte Nacht ausgekundschaftet. Sie trollen gerade in den Rest der Truppe zusammen. Welche Truppe?
Seine geisterhafte Faust segelt durch deine Schulter hindurch. Keine Sorge. Jedermann erinnert sich daran, dass der Angriff deine Idee war. Die Reo mussten mitmachen, nachdem du den Rest des Clans angestachelt hast. Niemand möchte, dass dem neuen Clown Feigheit vorgeworfen wird, wenn es darum geht, mit dem Rest des Stammes den Ausländern die Stirn zu bieten, die unsere Ruine entweiht haben. Die Reo? Als er lacht, verdrehen sich die dilettantischen Farbstreifen auf seinem Gesicht. Du magst sie ja vielleicht nicht, aber sie sind immer noch unsere Ältesten. Vorerst zumindest. Zwischen seinen Lippen ragt ein toter grauer Zahn hervor. Sich erst die Unterstützung der Gemeinden zu sichern war ein raffinierter Schritt. Als du schließlich die Reo damit konfrontiert hast, blieb ihnen keine andere Wahl mehr, als uns zu unterstützen. Dass du eines Tages zu ihnen gehören wirst, daran besteht kein Zweifel. Es sei denn, du fällst heute nach der Mistgabel eines Bauern zum Opfer. Der geisterhafte Krieger sieht dich lange und begehrlich an. Seine halbtransparenten Augen lodern auf, als sie über dich gleiten. Die Stämme brauchen mehr Anführer wie dich. Weiber, die Taten mehr als Worte schätzen. Er greift nach deiner Wange, hält aber auf mittlerem Weg inne, als ein Zweifel seine ausgebreiteten Finger erzittern lässt. Er lässt seine Hand stattdessen wieder an seiner Seite fallen und zieht eine scharfdicke Klinge aus dem Gürtel. Du hattest recht. Wir waren zu weich, als diese Ausländer zum ersten Mal hier auftauchten. Und jetzt erniedrigen sie uns. Niemals wieder werden wir weich sein und die Eindringlinge werden schon bald begreifen, dass sie uns ein für alle Mal in Ruhe lassen sollten. Das war ja, so wie ich ihn gesprochen habe, ein ziemlich hinterhältiger Typ offenbar. Oh, und wir kriegen eine kleine Sequenz. Meerwald, so. Ein großer, sommersprossiger Mann mit breitem Brustkorb und dickem Bauch kauert in der hintersten Ecke des Raumes. Seine weißen Haare sind völlig wirr und strähnig. Er hält seine zitternden Hände vors Gesicht und bringt es nicht fertig, in deine Richtung zu sehen. Nein, bleib weg, geh! Oh, vielleicht kommen wir lieber später wieder. Bist du Meerwald? Er schaut dich über seine Hand hinweg an und die Muskeln um seine Augen herum zucken. Dann beginnt er sich selbst scharf zischend zuzuflüstern, als ob er mit sich selbst ein Streitgespräch führte. Urplötzlich hört er auf zu zittern und wird von augenblicklicher Ruhe ergriffen. Er neigt seinen Kopf leicht nach vorne, wie er dir so direkt in die Augen stiert, wirkt er wie ein in die Enge getriebenes Tier, das kurz vor dem Angriff steht. Seine Stimme wird plötzlich ganz rau. Meerwald ist nicht hier. Und er lässt sich auch nicht zum Narren halten. Er hat keine Besucher geladen. Geh hinweg, du betrügerischer Geist! Ich bin ein Wächter. In Goldtal traf ich eine Frau, die meinte, du könntest mir helfen. Der alte Mann dreht sich weg und ergeht sich mit dem Gesicht zur Wand in ein weiteres gemurmeltes Streitgespräch. Als er sich wieder dir zuwendet, hat er eine selbstbewusste Körperhaltung eingenommen und drückt seine Brust heraus wie ein Soldat. Seine Stimme ist nun von einer neuen Stärke erfüllt. Meerwald wird mit dir sprechen, aber du musst auf Distanz bleiben, sonst werde ich mich darum kümmern müssen. Scheint ein bisschen schizophren zu sein, der Gute. Die starke Körperhaltung ist nun passé und die Hände, die er gerade noch kampfeslustig neben sich hielt, zittern wieder wie zuvor. Seine Stimme klingt schwach und zaghaft. Ach, mit Meerwald willst du sprechen. Mit Meerwald, dessen Bemühungen wie Gift ist. Mit Meerwald, der nicht um seine Wirkung weiß. Mir wurde gesagt, dass ich ein Wächter bin und dass du mir darüber etwas erzählen könntest. Du bist ein bisschen verrückt, oder? Und dann noch über eine Tafel mit von einigem Wert, wenn ihr zwei fertig seid, versteht sich.
Immer noch stark abgelenkt nickt er und späht auf die Tür hinter dir. Ein Fenster zum Äther, wo die Geister leben. Spähe und greife hinein, sprich und höre hindurch. Ein Wächter sieht Seelen, er liest sie, er kennt ihre Vergangenheit. Seelen der Lebenden, Seelen der Toten, ein Empath. Er atmet schwach röchelnd aus, also... Und die Seelen sehen auch aus, sehen sie auch. Sie habe es benutzt, um Wesen in beide Richtungen zu helfen. Oh ja, das habe ich. Das, was die Götter von mir verlangten, dachte ich. Mit einem kurzen Krampf drückt er plötzlich seine Schultern durch und seine Stimme wird stark. Die Götter haben mich für die Rache in die Welt gebracht und ich habe ihnen gehorcht. Er neigt seinen Kopf nach vorn und grollt dich mit rauer Stimme an. Der Wunsch der Götter war es, dass wir dieses Land beschützen. Mein Weg war der einzig mögliche, um die Ausländer loszuwerden. Er sinkt wieder in sich zusammen und ist einmal mehr er selbst. Wieder bedeckt er sein Gesicht mit zitternden Händen. Oh, wie wenig ich wusste. Auf dem Weg her wurden wir von Geistern belästigt. Was wollen sie von mir? Mit starrem Blick auf ein imaginäres Phantom, taumelt Meerwald nach hinten. Nein, nein, vergebt mir, vergebt mir! Er bedeckt seinen Mund mit der Hand und atmet stoßweise. Seine Augen sind rot und erschöpft. Ah, du scheinst den Verstand verloren zu haben. Verloren? Nein, ich fand noch viel mehr davon. Zu viel, um es ertragen zu können. Eine Erweckung. Als er den alten Mann ansieht, kneift Alot seine Augen immer weiter zusammen. Wie kann eine einfache Erweckung die hierzu getrieben haben? Was ist eine Erweckung? Wir haben viele Lebenszeiten. Seelen betreten den Schoß und verlassen die Leiche. Mit sich tragen sie alle Erfahrungen, alles Wissen, alle Identitäten. Und trotzdem erinnern wir uns nicht an. Vor uns verborgen. Welche Sende? Das wissen nur die Götter. Bestimmte Dinge können Erinnerungen von längst begrabenen Leben auffüllen. Alte Erinnerungen wecken alte Persönlichkeiten. Erinnerung, Persönlichkeit, Identität, alles davon kann wieder zum Vorschein kommen. Abermals schaut er zur Tür hinter dir. Oder alles zusammen? Und ich scheine gerade mit mehreren von ihnen zu sprechen. Er nickt verlegen. Geister des Verstandes. Merwald hat die Kontrolle verloren. Merwalds Körper ist nicht mehr. Die Geister, an denen ich vorbeikam, was sind sie? Geister und Ungeister flüstern mehrmals ins Ohr, erinnern ihn an seine Fehler, kein Schlaf. Wächter sehen Erinnerungen vor sich, sie formen sie aus der Existenz ihrer eigenen Seele. Nach mehrmals Erweckung konnte er sie nicht vertreiben, gab ihnen Form, nicht weniger. Vielleicht, weil die Geister Erinnerungen an vorherige Leben sind? Er nickt mit erbärmlichem Gesichtsausdruck. Unschöne Erinnerung, zornige Erinnerung. Sie ziehen mehrmals zurück, erinnern ihn an Fehler. Plünderer und Soldaten, Soldaten und Plünderer, woher konnte sie es wissen? Warum verlastet dich diese vergangenen Leben immer noch? Meine Schuld, alles mein Fehler, Soldaten und Plünderer und Meerwald. Keine Vergebung für das Vergangene, kein Löschen der eigenen Taten. Er sieht dich verloren und mit hängenden Augenlidern an. Kein Schlaf für den Wächter. Es gab überall Krieg, Krieg der Steine, Krieg der Bäume. Krieg des Baumes, ach natürlich, der Krieg des zerbrochenen Steines und der Krieg der schwarzen Bäume. Das war in der Frühzeit der ädrianischen Kolonisierung. Kämpfe zwischen den drüwaldischen Kolonisten und den eingeborenen Landvertanern. Aber das war vor langer Zeit. Tod haben wir den Siedlermännern gebracht. Wir die neuen Klauen. Die neuen Klauen. Schlimmer war das, was wir mit den Frauen taten. Aus Liebe und zu den Göttern. Den Göttern zur Liebe. Für die ihre Liebe. Ich bin einem deiner Erinnerungsgeister begegnet. Es wurde davon gesprochen, ein Dorf zu plündern. Merwalds Stimme wird rau und erscheint an einem anderen Ort in der Zeit und Raum. Nee. Merwalds Stimme wird rau und erscheint an einem anderen Ort in Zeit und Raum zu sein, wo er mit einer unsichtbaren Person spricht. Halt sie fest, hätten wir besorgt diese Edir-Schlampe als einen Erben, der nach Aegalfant gehört.
Also offenbar sind es tatsächlich die Geister, die er mehr oder weniger in sich aufgenommen hat. Oder seine Schizophrenität hat ihn einfach dazu gebracht, diese Persönlichkeiten anzunehmen. Zumindest würde ich mir das jetzt denken. Merwald, abermals er selbst, kratzt, buckelte sich zusammen und beobachtet etwas, das er nicht ertragen kann, mit ständigem Kopfschütteln. Er wehklagt. Ich wusste gar nicht, dass man sagen kann, er wehklagt. Seine Seele ist von der Flamme gezeichnet und diese Brandmale werden nie heilen. Seine Prüfung hat ihn gebrochen, aber lieber das, als in Schwäche zu leben. Nimm dir Zeit, es ist jetzt vorbei. Das war vor langer Zeit. Fahre fort, wenn du bereit dazu bist. Also beruhigend auf ihn einwirken, das sollte die beste Möglichkeit sein. Seine Stimme verringert sich zu einem brüchigen Flüstern. Der Knabe! Der Knabe, der Babyknabe, der Knabe, empfangen im Angriff, empfangen durch Zwang, Gefäß für Plünderer, erschlagen ihm Angriff, Plünderer und der Knabe, Plünderer und Soldat. Ein vom Räuber gezeugtes Kind, was heißt das? Er war nur ein Gefäß für ihn? Für die Seele, Plündererseele. Dieselbe Seele, eine Seele, Knabenseele, Plünderseele, aufgezogen in Lügen und Rache, aufgezogen zum Soldaten, aufgezogen für das Feuer, geboren für das Feuer. Der Knabe der Mutter, denke ich. Dann war es seine Mutter, der ich in der Festung begegnet bin. Sie sagte ihm, sein Vater sei von den Plünderern getötet worden. Merwald setzt mit tiefer Stimme auf. Er spricht zu einem unsichtbaren Etwas. Von mir wirst du kein Mitleid bekommen. Die Verbrechen des neuen Klauen-Clans im letzten Krieg sind immer noch ungerecht. Die Götter aber sind gerecht. Sie haben mich hierher geführt. Im Namen meines Vaters werdet ihr alle brennen. Er sieht neben sich, als ob jemand in seiner Nähe stünde. Anzünden. Durance grinst. Sein eigenes Fleisch und Blut verbrennen. Warum auch nicht, wenn es böse war und seine Strafe verdient hat? Er ist von schwachem Geist und schwacher Seele. Ihn von der Flamme kuschen zu sehen, das dürfte dir alles sagen, was du wissen musst. Merwalds Schultern sacken zusammen. Er schaukelt aufgeregt hin und her. Deine Gegenwart hat er vergessen und er murmelt vor sich hin. Soldat und Plünderer, Lügen und Rache und tote Dörfer, alle tot, alle tot. Er sieht dich an. Und für was? Und für was? Was auch immer der Grund ist, ich glaube nicht, dass es uns vorbestimmt war, es zu wissen. Nee, eigentlich, das würde ich nicht sagen. Ja komm, ich sag einfach, ich weiß nichts. Erbittert schüttelt er seinen Kopf. Oh, wie wenig wir wissen. Wie kann man einen Geist von einer Erinnerung unterscheiden? Zerstückelt sind die Erinnerungen, gefangen in der Zeit, ohne Verstand, grausam, niemals fern. Ich habe solche Erinnerungen schon woanders gesehen, seit ich zum Wächter geworden bin. Merwalds Augen füllen sich mit Tränen. Oh nein, 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 du auch? Ja, du auch. Sein Gesichtsausdruck ändert sich trotz seines abgrundtiefen Elends urplötzlich zum Ausdruck größten Mitgefühls. Armer Mann, armer Mann, dich werden sie auch holen. Was ein unvermeidlicher Wahnsinn, das glaube ich nicht. Kana verschränkt die Arme. Er lässt sich immer eine Antwort finden, wenn man lange genug sucht. Du meinst, dass ich so ende wie du? Er schmollt, hält aber seinen Mund geschlossen, damit ihm die Antwort nicht entkommen kann. Letztendlich aber nickt er. So zerbrechlich der Verstand des Wächters, so real seine Erinnerung. Einmal erweckt, wie kann er da schlafen? Wenn ich für ein früheres Leben erweckt wurde, wie ist dies passiert? Du wurdest daran erinnert, starke Erinnerung. Spuren vergangener Leben, sie lauern gleich unter der Oberfläche. Warten darauf, dass man sich ihrer erinnert. Warten darauf, deinen Verstand zu erobern.
Merwald saß an seinem Hand und beobachtete sein Feuer. Er beobachtete, wie das Holz brannte. Dann kam die Erinnerung an ein anderes Feuer, das brennende Holz und Schreie. Sein Gesicht zittert. Es muss doch einen Weg geben, um diese Erinnerung zu vertreiben. Nein, immer da, immer in Erinnerung. Kann nicht vergessen, das Gesehene nicht ungeschehen machen. Das Gesehene nicht ungesehen machen. Ich erinnere mich nicht bloß daran, jemand hat das verursacht. Sie trugen Masken und sprachen von Büchern, Schlüsseln und einer Königin. Es war ein Mann dort, er schien mir zu vertrauen. Schlüssel aus Blei, Bücher der Bürde, vergangene Königin. Mir sind sie als der bleierne Schlüssel bekannt. Der bleierne Schlüssel? Es scheint, als hätten wir einen gemeinsamen Feind, Dave. Meuchelmörder und Wächter. Wächterwecker gleichermaßen. Sie sind viel beschäftigt. Oh je, viel, viel Furchtbares vorgelesen mal wieder. Was kannst du mir über diesen bleiernen Schlüssel erzählen? Geheimnisse und Täuschungen und Ränke. Wer kennt ihre Antwort? Sie nicht. Habe ich sie früher schon verärgert? Hass der Wächter, Hass und Angst. Wir sehen viel, bedrohende Geheimnisse. Und wer ist diese Königin, die sie anbeten? Vödika. Göttin, zerschmetterte Krone und verbrannter Körper. Eidbinderin und Grollhegerin. Bannerträgerin der Gerechtigkeit. Aber wessen? Also, wenn der bleierne Schlüssel mein Erwecken verursacht hat, könnte er das dann wieder rückgängig machen? Merwalds buschige weiße Augenbrauen ziehen sich leicht nach oben. Er beginnt vor sich hin zu murmeln. Als er endlich spricht, wolltest du gerade schon deine Frage wiederholen. Sie hegen viele Geheimnisse. Unerweckte? Vielleicht. Wer, wenn nicht sie? Weißt du, wo ich diesen bleiernen Schlüssel finden kann? Stadt des Trutzes, nicht weit von der Königin entfernt. Gut, ich muss aufbrechen, damit ich diesen Mann vom bleiernen Schlüssel suchen kann. Merwal nickt dir verständnisvoll zu. Schlaf gut. Bevor du gehst, neigt er seinen Kopf nach vorne. Seine Augen blicken kalt und gefährlich in deine. Seine Stimme ist heiser. Halt! Ich kenne deinen Willen, Dai. Deine Taten wurden gesehen. Eher würdest du die Adir-Landdiebe betrügen, als Befehle von mir mitzunehmen. Du hast mich mit jemandem aus einem vergangenen Leben verwechselt. Dein Betrug ist umsonst. Deine Warnungen an diesen Ausländer sind verschwendet und heute Nacht wird der Blutgalderwein zum Tribut gereicht. Ich habe die Älteren um die Ehre gebeten, dein Haupt als erster meiner Trophäe zu nehmen. Und sie haben es mir gestattet. Bitte den Gott der Suche, dass er dir einen schnellen Tod gewährt. Ich werde ihn also wohl töten müssen. Oh, und er hat Freunde dabei. Gehen wir erstmal mit dem Krieger auf ihn. Er macht mal die Explosion auf ihn. Ich werde, ja, von der Position werde ich hier einen Flammenstrahl verschicken. Er wird die nekrotische Lanze auf ihn zaubern. Und er hier wird die Zaubergeschosse auf Merwald schicken. Okay, die scheinen viel auszuhalten. Ihr dürft gerne attackieren, wenn ihr fertig seid. Aber er ist schon schwer verletzt, das sollte also kein Problem darstellen, diesen Verrückten zu besiegen. Oh, aber er macht irgendwelche AOE-Attacken. Ich sollte vielleicht doch zumindest die Arkanen-Schläge benutzen. Und vielleicht ist auch so ein Niederschlag des Kriegers gerade ganz angebracht. Ja, kurzer Prozess. Die Luft in der Burg hat sich verändert. Was dir vorher dick und erstickend erschien, findest du nun atembar, als würdest du dich einem Angreifer geben. Merwalds Körper liegt regungslos da. Du kannst spüren, wie seine Seele dort unschlüssig verharrt. Irgendetwas an dieser Seele, an diesem Ort, ist einzigartig.
Es handelt sich um eine für dich fast greifbare Verbindung, die in Jahrzehnten der Anwesenheit und Herrschaft gebildet wurde. Selbst im Tod scheint die Burg ihren früheren Herren nicht zu erkennen. Und der frühere Herr erinnert sich an seine Burg. Ist es jetzt meine Burg? Dave hat Gesprächspartner der Ruhelosen erhalten. Vor deinem geistigen Auge erscheint dir die Verbindung als ausgefranstes Seil, das gleichzeitig geisterhaft und lebendig ist. Seine ausgefransten Enden winden sich wie Anemonen in den Gezeiten und du bemerkst, dass du die Fähigkeit besitzt, ihre Stränge zu kontrollieren. Volle Konzentration vorausgesetzt. Ich kann das Seil reparieren und Merwelt als ewige Wache an diesen Ort binden. Ich kann das Seil durchtrennen und ich könnte die Energie des Seils erschöpfen und das Wissen aus der Verbindung. Ich werde Merwald befreien. Der hat schon genug gelitten. Die Verbindungen fliegen Strang für Strang auseinander, wie die überspannten Saiten eines ätherischen Instrumentes. Ich habe noch nicht so viele ätherische Instrumente gesehen, von daher ist das Bild etwas fern, aber okay. Als der letzte Strang reißt, verflüssigt sich das Seil und verschwindet aus deinem Bewusstsein. Merwalds Seele, ein Wirbel aus Unfrieden und Zwietracht, schwebt in deiner Nähe. Du aber spürst nach noch etwas darunter, etwas wie Erleichterung. Seine Seele dringt durch eine der Wände und ist verschwunden. Ich hoffe mal, das war das Richtige. Wir haben ein neues Zauberbuch, eine weitere Urflamme und ein Urwind. Also vielleicht können wir das später auch zum Craften irgendwie nutzen. Würde ich mal mir überlegen. Bisschen Kupfer und in der Kiste. Ah. Dietriche benötigt 1, Gruppe Dietriche 12. Möchtest du das Schloss knacken? Jupp. Und hier haben wir einen Zauberstab, etwas Adra und Goldobel. Gibt offenbar viele, viele Währungen hier. Auf dem Tisch liegt ein abgenutztes Buch, voll mit widersinnigem Gekritzel. Über dieser halb gegessenen Frucht hängt der übelerregende Duft des Verfalles. Das möchte ich nicht besprechen. Was haben die gerade gesagt? Hast gehört, was der Eide gesagt hat? Das möchte ich nicht besprechen. Also offenbar ist Alot auch irgendwie schizophren, habe ich das Gefühl. Interessanter Charakter, aber wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur einen Zauber. Oh, große Käfer, große Waldkäfer. Erwarte ich mal, dass das nicht die schwersten Gegner sind. Auch wenn sie jetzt voll auf unseren Priester erstmal gehen. Unser Priester kann abhauen. Ja, komm, hau ein bisschen mehr ab. Alle anderen, also der Krieger beschäftigt erstmal die, alle anderen gehen auf diesen Käfer, während unser Priester zu Boden fällt. Na komm, das sind so einfache Gegner. Das wird ja wohl kein Problem sein. So, und jetzt Konzentrierung der Angriffe. Oh, Alot, warum wirst du angegriffen? Du musst irgendwie vergiftet sein. Oder du hast zu viele Schläge von den Waldkäfern abgekriegt, das kann auch sein. Und schon wieder geht es mit der... oh, offenbar ist der vergiftet. Dann sollten wir unserem Priester mal sagen, oder unserem Magier, dass er ein Feldlazarett auf unseren Krieger zaubert. Außerdem kriegen wir hier ein paar Käferhülsen. Bisschen Gold. Einen Whisky wahrscheinlich. Offenbar. Und weitere Käfer würde ich jetzt hier erwarten. Wieder etwas Adra, etwas Geld. Und wir haben hier Plünderer. Okay. Dann stellen wir uns hier mal in den Torbogen rein. Oh fuck, die haben uns verlangsamt. Ah, und sie schaffen es nicht mehr. Soweit gut, aber Edda, ja okay, Edda ist ja unser Krieger, der kann ruhig da stehen bleiben. Und wir hier werden erstmal angreifen. Und da die so schön stehen, werde ich versuchen, sie mit einem
dieser Feuerdinger zu belegen. Hm, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Gehe ich doch nochmal in die Tür zumindest. Schlachte den einen. Gerne etwas schneller, damit unser Zauberer auch gleich noch kraftvoll zuzaubern kann. Und dem Krieger werden wir es ein bisschen verleichtern, indem wir sein Hauptziel mit einer nekrotischen Lanze behaken. So. Die Taschenspielertricks sind noch nicht draußen. Die gehen also mal auf den in der Tür. Oh, fuck. Und, nee. Ich dachte, unser Krieger wäre zusammengebrochen. Aber wir können eigentlich einen davon, den leicht Verletzten, mal niederschlagen. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Dazu gibt's, wenn die alle drei so nah beieinander stehen, noch ein paar arkane Angriffe. Und er hier macht sein Lied weiter und hat immer noch nicht gezaubert, okay. Okay, der Kämpfer kümmert sich um den weiterhin, während die vier den Attackierende erneut in die Tür getreten ist. Und da der eine eh alleine steht, schießen wir nochmal zwei arkane Angriffe auf die, die da zusammenstehen. Und der letzte sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Oh, und dieses Graue heißt wohl, dass er kurz vorm Tod ist. Da sollte ich also drauf achten. Wahrscheinlich stirbt er erst, wenn wirklich das ganze Charakterbild grau ist. Würde ich mal erwarten. Aber was machen Plünderer hier? Die sind 20 wert, also nehmen wir es mit. Und alles, was so 10 wert ist, das müssen wir nicht unbedingt mitnehmen, denke ich. Hier noch eine Kiste, die nichts beinhaltet. Und wir speichern mal, bevor wir hier irgendwo sterben. Das ist ja, oder zumindest Edda stirbt. Das ist hier ja möglich. Ein paar Spinnen. Stellt euch auf, sodass möglichst wenige durch die Tür kommen. Und werft eure Arkanengeschosse bitte in die Menge. Was kann denn der sonst noch so? Ein heiliger Glanz und neue Kraft. Und offensichtlich geht diese Explosion echt nur einmal am Tag und nicht wie sonst öfters. Aber die neue Kraft könnten beide eigentlich einsetzen. Ah, Mist, aber die neue Kraft ergibt nicht wirklich Kraft im Sinne von Lebenspunkten, sondern nur Ausdauer. Einmal niederschlagen und weiter arkane Angriffe zaubern. Aber das ist gut, dass da gerade nicht so viele durchkommen. Nur unser Krieger verhält sich etwas komisch. Du darfst gerne mit angreifen, mein Lieber. Oh, und jetzt ist Durance auch schon fast tot. Hahaha, ich muss vorsichtig sein. Ich habe nur noch ein Lager. Das weiß ich nicht, ob ich das hier benutzen sollte. Oh, ein guter Gürtel. Den kriegt sofort mein Krieger. Pflaster und Ziegelsteine sind mit dicken Spinnenweben an diesen verrosteten alten Wagen gebunden. Dann zieh das Ding mal an. Und wir könnten auch schleichen. Wir gehen vorsichtig vor. Oh, ein paar Xaurips, ist das süß. Kann ich da einen... Ah, okay, jetzt habe ich sie schon. Dann warte, dann bitte hier direkt drauf schießen. Aber Xaurips, das sollte kein Problem sein. Und nachdem zwei Dinge abgefeuert sind, auch gleich mal Vollangriff machen. Oh je, und beide unserer Frontkämpfer sind schon grau. Der Eisenschlüssel war wahrscheinlich für das Zimmer, wo eigentlich der gute Merwin stand. Eine schimmernde Energiewand versperrt diese Tür wie ein Vorhang, der jegliche Vorwärtsbewegung mit unnatürlicher Kraft abweist. Dann schauen wir mal hier rein. Oh, weitere Spinnen. Oh, weitere viele Spinnen. Ich schätze, wir werden gleich unseren Spielstand laden müssen. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Die zwei erstmal hier hin. Okay. Und dann sollte ich meine Trümpfe so langsam mal ziehen. Das heißt, rollende Flamme auf ihn. Und ich mache
gehe hier noch ein bisschen hin. Der haut ab. Okay, vielleicht ist das auch besser. Und mach, ich brauche das eigentlich. Oh je, aber unser Priester ist gleich tot. Hau mal ab, versuch mal abzuhauen. Ah, das hat nicht so ganz geklappt. Du darfst auch gerne ganz weit abhauen. Ich glaube, du bringst uns nicht mehr viel. Oh je, oh je, oh je, ich hoffe das. Nein, Edda ist tot. Ja, aber ich hab's irgendwie geahnt, dass ich laden muss. Ich weiß, ihr seid voll dafür, dass ich jetzt so weiterspiele, aber ich kann das einfach nicht. Entschuldigung. Und ich würde fast sagen, ich lade den Spielstand nachher und mache für heute Schluss und entlasse euch mit diesem schlecht ausgehenden Kampf. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!